Morgen. Hi, gut, dass ihr da seid. Es ist schön. Ja, ja. Ja. Bei ihr wurde Alzheimer diagnostiziert. Meinst du die schönen Blumen? Ja. Ich bestimme, was wir essen. Und jetzt sagst du mir, dass du alles bestimmst. Nein. Er ist eigentlich ein umgänglicher Mann, aber er hat kein Bewusstsein für seine Krankheit. Wir haben tolle Kinder und wir haben an schönen Orten gelebt und gearbeitet. Es war eine langweilige Ehe. Entspann dich einfach. Wir kümmern uns um alles. Wir glauben an Mitgefühl als Behandlungsmethode. Dagmars Minde ist kein Heim für Reiche. Wir haben nicht mehr Mittel als andere Pflegeheime. Laut unserer Statistik liegen wir im Schnitt unter einem Medikament pro Tag. Das ist ziemlich niedrig. Der normale Durchschnitt liegt bei 10. Das klingt ja schlimm. Er wird wütend, wenn er verwirrt ist. Und das passiert leicht. Das war wie eine Explosion in seinem Kopf. Nein! Was zur Hölle ist das? Sowas tut man doch niemandem an. Ich verstehe gut, dass du dich so fühlst. Weißt du, wann du wieder nach Hause fährst? Oder bleibst du hier bis zum Ende deiner Tage? Ich bleibe hier, weil Wiebeke ist. Bin ich nicht mit meiner Frau hier?